Heyo Leute, willkommen zurück in Bioshock. Rico's back. Und wir haben letztes Mal hier aufgehört. Mit unserem netten Roboter. Mach doch nicht gleich die Einrichtung kaputt, Mensch. Okay, wir haben letztes Mal hier aufgehört. Ich muss sagen, schauen wir uns doch mal um. Elektrobolt. Lol. Achso, ja. Hacken. Okay. Hacken. Boah, was ist scheiße. Ja, wo müssen wir hin? Ach, da oben hin. Das sind gebrochen, ne? Okay, wir müssen hier rauf. Da entlang. Fuck, das ist schwer. Da hoch. Scheiße, falsch. Ich brauch den da. Den hier. Oh, da darf ich nicht hinlegen. Da muss ich doch umdrehen. Oh, scheiße, es wird knapp. Da lang, da entlang. Dann... Ich brauch noch so einen brauch ich. Da entlang. Komm schon, noch ein seitlicher. Jawohl! Gehackt. Puh. Das war nicht einfach. Erfolgreich hacken. Dass die 6 Geschütz für den Spieler arbeitet. Ich stehe über dir. Okay, die Movies alle. Das ist noch so geschützt und ich bin gleich tot. Hilfe. Da hinten. Wow. Okay. Au! Okay. Wow. Krasse Geschütze. Junge. Okay, wir müssen wieder hier rauf. Schnell alles öffnen. Können darauf, dann darüber, hier rüber, da längs, hier längs. Ach nee, scheiße. Hier längs. So, perfekt, gehackt. Okay, ging diesmal schneller. Erfolgreich gehackt. Wow. Krasser Shit, Alter. Die Maschinen sind immer echt heftig. Okay. Ist eine Eve-Spritze, die nehme ich gerne an mich. Boah, ich stoße es immer zu so wieder. Dann können wir auch mal hier jetzt das andere. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Halten die viel aus. Ich glaube, ich muss doch headshotten, sonst leben die so lange. Entschuldigung, dass ich jetzt nichts gesagt habe, aber ich muss ein bisschen machen. Also ich sollte doch headshotten lieber. Und zuerst schaue ich mich natürlich richtig um. Hier liegt noch was. Ja, da ist schon wieder so eine alte. Da gehe ich jetzt aber. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Kann man heilen. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, das hack ich mal. Während die Lava tag ich das mal. Woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt. Wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Das. So. Gehackt.
Erfolgreiche Hackung. Kostenreduktion gegen den Erledigen des Silent. Ja, okay. Hätten wir Kosten gespart, das hätte ich wissen können. Ich dachte, das ist gut. Lauf durch Wasser oder so. Okay, die Maschine ist im Arsch. Können wir erstmal die Mini nehmen. Das heißt gar nichts. Schön alles mitnehmen. Okay. Geht nix. Du hast aber noch was für mich. Schnurre schön. Beide. Was ist denn das hier? Den hätten wir wieder, wenn wir das anhören. Shit. Boah, ist das schwer. Scheiße, ich muss darauf. Scheiße. Daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Scheiße. Werden bestraft. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, das war knapp. Ich muss nochmal darauf, dann hier rüber, dann da entlang. Ich brauche mehr seitliche jetzt. Da, da, da. Bingo. Phew, das war hart. Erfolgreich gehackt. Willkommen im Zirkus der Werte. Zirkus der Werte. Okay. Hacken wir auch mal. Wir hacken einfach mal alles, was hacken geht. So, mal schauen. Ah, wir können hier oben drüber. Wir müssen jetzt doch unten drunter. Dann gehe ich hier entlang. So, hier. Ich hasse solche Spiele. Wir müssen unten rum. Okay, hier, da, da, da. So, 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 so. Jetzt haben wir keinen Hochwärts mehr, ne? Scheiße. Wir müssen das anders machen. So, so, so. Der stimmt schon. Der ist falsch. Jawohl, perfekt. Und bingo. Das war schon schwer. Bienvenido al amo amigo. Alio alando amigo. Oh, Munition für die große Waffe. Ich spare mir aber erstmal das Geld. Weil wir kriegen ja noch Gegner. Die größte Lüge der Welt. Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Da ist noch ein. Nein. Das Instrument, mit dem all diese großen... Ich bin schön. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Sieh dich an! Ekelhaft! Sag Mama, wenn's weh tut! Okay, es tut weh, Mama! Ich hab voll auf den Kopf gezielt, aber okay. Organisieren Sie den Transport. Oh. Kumpel. Wow. Der hält grad schon aus. Verpiss dich, Junge. Oh, Junge. Du hast aber ganz schön kassiert, hier. Da haben wir noch was. Ionische Schrotflinte. Ein. Da ist nichts drin, Nachladen brauchen wir nicht, aber Munition geht uns aus. Eternal Flame. Hier ist ein Tonband. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen, wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte?
Okay, wir haben mehrere Wege. Aber unser Weg sagt, wir sollen dahinter. Da gehe ich jetzt aber noch nicht hin. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Aber hier war auch noch eine Tür, aber die geht nicht auf. Okay, dann gehen wir einmal runter. Oh. Jo. Okay, das hat sich auch erledigt. Aber hier sind noch Kisten. Da ist nochmal so ein komischer Automat. Hier können wir rein. Zum Glück keiner, der uns Hallo sagen will. Ach ja, wegen der Facecam. Im Bioshock. Ich werde im Bioshock keine Facecam machen, weil es sich nicht lohnt. Facecam bringt hier nichts, weil es nicht so erschreckend ist wie andere Spiele. Also Bioshock ist jetzt nicht so gruselig, finde ich jetzt. Also da gibt es gruseligere Spiele. Was? Wo? Wo wird geschossen? Ach da! Nice! Der macht das schon. Cool. Immer wenn jemand einen anderen seine untersuchen. So komisch zu pfeifen, Mädel. Es war eine Vergnügung. Und ich sollte mehr zielen üben. Ich habe voll den Aim-Fail hier in dem Spiel. Welche Katastrophe hat je mit den Worten "Denk nur an dich selbst" begonnen? Okay, dann gehen wir internell zu. Diejenigen, die für den König und das Vaterland schreien, sind die schlimmsten Zerstörer. Sieht sehr heimisch aus. Ja, kann man sich irgendwie eine Spritze geben? Ah ja, okay, kann man. Nice. Okay. Wir haben fast keine Muni mehr. Ich spare mal wieder. Da kommt man nicht hoch. Gut, dann nicht. Da kann man nicht rein. Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Oh. Oh, das war knapp. Du hast dich vor der Sicherheitskamera versteckt. Scheiße. Da muss man schnell sein. Scheiße, 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 scheiße. Okay, jetzt schnell, schnell hacken. Hack. Los, hacken. Auto-Hack. Wer braucht Auto-Hack? Ich bin ein Profi. So. Wir gehen erstmal hier entlang. Dann da runter. Dann hier lang. Dann da lang. Dann dort lang. Dann hier lang. Dann da lang. Und dann dort. Und fertig, Gang. So, jetzt arbeitet sie für uns. Nice. Gut, wir sind safe. Nur die Gegner nicht. Nette Puppe. Na, Puppe. Burn, baby, burn. Chaka, chaka. Burn, baby, burn. Oh, was ist denn das? Mit... Hackers, die alt, want health, Körper, die verändert, Strom, eingehackte Maschinen. Du kannst dein erstellte Körpertunikum erhalten. Körpertunikum macht dich stärker und mächtiger. Sie werden gesondert von Plasmiden und anderen Tuniken typisch installiert. Ah, cool. Okay, das ist ja geil. Haben wir so ein Tunikum einfach mal gefunden.